So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Black Flag. Letzte Folge war doch ein kleines bisschen emotional, denn wir haben Patch verloren. Wir sind nach North Carolina geschippert und haben ja mit ihm ein bisschen Zeit verbracht und haben dann gemerkt, dass es irgendeinen sehr komischen Count gibt und sind dem ein bisschen gefolgt. Und ja, dann hat. Ich weiß gar nicht, ob die Briten die Spanier gewesen sind. Auf jeden Fall haben sie dann North Carolina angegriffen, beziehungsweise das kleine Dorf, in dem sich Fetch befunden hat. Dann sind wir natürlich auf die Jack Dawn gesprungen und wollten das Kriegsschiff entern. Und Fetch hat uns dabei geholfen und ist dabei leider ums Leben gekommen. Und jetzt werden wir in der heutigen Folge die Hauptaufgabe weiter. Ach ja, mal, unser Piratenschiff. Aufgeblasene Bastarde anfangen. Also Thatch hat's erwischt. Verflucht. Es waren zu viele. Ich kam nicht hin. Zum Teufel auch, er war stark, doch sein Herz war zweigeteilt. Ist schwer, das gewohnte Leben loszulassen. Ei. Mein dämlicher Alter prahlte immer damit, dass er sich sein eigenes Schiff kaufen würde. Ich hole mir einen Kaperbrief, Charlie. Dein Vater wird noch Kapitän. Er trank ihm Whisky, bevor er in See stach. Also, Kenway. Ich habe über deinen Plan nachgedacht. Dieses Observatorium, von dem du faselst, weißt du, wo es ist? Wir suchen ein Sklavenschiff namens Princess. An Bord ist ein gewisser Roberts. Der kann uns hinführen. Sklavenhändler arbeiten für die Royal African Company. Bringen wir eins ihrer Schiffe auf und stellen ein paar Fragen. Machen wir das. Halbes Segel, fangt etwas Wind ein! Wie ist der Kurs, Captain? Wir suchen Sklavenschiffe. Solche im Dienst der Royal African Company. Du willst doch jetzt wohl nicht mit Menschen handeln, oder? Nein, guter Gott. Du solltest mich besser kennen. Wir suchen nur nach Informationen. Wir müssen wissen, wo die Princess vor Anker geht. Die Princess? Ein Sklavenschiff. Ei. Blackbeard sagte, die Chancen stünden gut, dass der Weise an Bord ist. Vorsicht! Wir prallen zusammen! Ram und Marken verstummen! Feuer! Kontakt, Jungs! Feuer! Bereit zu feiern, Sir! Entern! Captain, Lane hat gerade ein Handelsschiff versenkt. Kann dieses Tier sich denn nicht dann abmachen? Ich glaube, wir sind nicht gerade besser, oder? Du, Molly? Wenigstens haben wir aber so ein größeres Schiff geschnappt und nicht nur ein Handelsschiff. Hättet euch ergeben sollen, als ihr noch die Chance hattet. Wie hätten sie denn die Chance haben sollen, wenn wir die angreifen? So, 1, 2, 3. Sechs. Hey, ach so, dieser selten den ich Kapitän. Ach Junge, der hat gerade wirklich mein Konter zersaut. Also zersaut, nicht zersaut. So, der ist weg. So, sind wir noch die Kundschafter. Hallo? Edward Kenway! Alles muss man selber machen. Die kriegen es nicht gebacken,
einen einzigen Mann zu töten. So, auf geht's, ab geht's. Was ist ein Edebolli? Was wollt ihr mir gerade sagen? Bord, Sir! Dort schwimmt Beute! Ah, die haben sogar den Vane als Kapitän dort reingebracht. Ich fasse es nicht. Mit seinem Riesenmantel. Warum kann ich ja nicht schneller? Ich möchte gerne Reisegeschwindigkeit haben. Nicht mehr weit, Captain. Schiffbrüchiger! Schätze, er lebt noch, Sir! Feuer! Sie geht gleich unter! Der letzte Schrupp! Bereit zu feuern, Captain! Was ist denn hier? Schön, dass da ein Bugelwal ist. Nee, Schwertwal meine ich. Da ist das Vieh! Ja! Ein Wrack mehr! Oh! Versenkt das Sklavenschiff nicht, Tenway. Es sind hunderte Unschuldige an Bord. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Hallo, ich bin der Eddie. Möchte dich jetzt gerne entern, mein Schätzelein. Na, bring uns ran. Feuer! Der Wind zeigt Zähne. Erwarten Befehle! Feuer! Oh, verdammt. Der Captain Vane. Er schießt wirklich mit allem, was er hat. Der versenkt es, wenn er nicht aufpasst. Geh näher ran. Verdammt! Rahm! Saft! Feuer! Wir müssen also irgendwie manövrierunfähig machen. Weil wir so langsam sind. Am Ziel vorbei! Feuer! Hallo. Oh, verdammt, das habe ich daneben geschossen. Das ist peinlich. Hey, treib nur noch. Ich bring uns nah ran. Auf dein Zeichen, Captain. Vane. Hallo. Okay. Kommt an Bord, Jungs. So schnell ihr könnt. Alles klar, abdrehen! Vieren und Fahrt aufnehmen! Finde diese Bastarde, Kettenboy. Ich bring die Kerle um, die mein Schiff versenken. Bleib ruhig, Freund. Denk daran, was wir vorhaben. Richtig abgepasst, können wir das Rohr zu unserem Vorteil nutzen. So. Ja, ich bin ja schon dabei. Vane, ihr sterbt mir jetzt hier nicht, ne? Wir gehen rüber, such den Cap! Ja. Stinkt in den Kopf, Leute. Lauter als Stock und Stocke sein. Ich hab einfach die Schnauze voll. Such jetzt. Hallo. Hallo, ey. Im Ernst, verdammt nochmal. Hier, den wegnehmen. Und dann den. Haha. Vane, wo seid ihr? Macht ihr fleißig mit? Oh, verdammt, war jetzt dumm. Oh. Das war auch dumm. Thank you.
Hä? Was? What happened? Da haben wir noch jemanden. So, das haben wir auch geschafft. Der Captain sagt, die Princess läuft alle paar Monate Kingston an. Also gut. Wir setzen Kurs. Meine Takelage hängt in Fetzen, ihr Hurensöhne. Ihr schuldet mir was. Oh. Verdammt, Fang! Oh, Charles, du teuflischer Hund. Leg dich nicht mit mir an, Charles. Oh, aber ich möchte mich mit dir anlegen. Sie, Jungs und ich hielten einen Kriegsrat ab. Während ihr eure Zeit vergeudet, sagten sie, ich wäre ein besserer Captain als ihr hellen Hunde. Ich schneid dir ein paar neue Löcher, Verräter. Ihr verkaufe ich dir Zähne in Kingston. Doch bei euch zwei Saufnasen darf ich kein Risiko eingehen. Das wirst du bereuen, Rackham. Ich bereue eh schon zu viel. Bindet sie fest. Werf sie raus. Damit habe ich es nicht gerechnet. Kann ihr den töten? Jack Rackham! Ich schneid dich auf, reiß dir das Gedärm aus und bespann meine Laute damit! Lass das verdammte Geheule weinen! Das hilft uns gar nicht! Was sind wir überhaupt noch da? Der berüchtigte Edward Kenway spricht, hä? Verrate uns, Captain, was tut in dieser misslichen Lage? Was schlägt unser Meisterhirn vor, wie wir ein Schiff ohne Segel und Ruder steuern? Hat er meine Checkton genommen? Maul! Der hat meine Checkton einfach genommen! Oh, den Dreh, ey. Den tue ich hier mit Whisky zuschütten, bis der stirbt. Ist mir egal. Niemand fest meine Jackie an. Und das sieht aber schön aus. Och Gottel. Tut das nicht weh? Meine Jackdown wieder haben. Bleib schön ruhig. Ich nehme mir die Austern, die du hortest. Du Memme. Hier gibt es genug zu essen, wenn du nur die Augen öffnen würdest. Meine Augen sind auf. Und was zum Essen habe ich auch. Nein, lauf mir nicht hinterher. Hörst du mich? Brauchst mich nicht zu suchen. Eieiei. Armer Irrer. Ich hab heute lange Haare bekommen. Tierehäuten. Ja, wo bin ich denn jetzt? Isla. Ei, krass. Ah, ich höre meine versteckte Klinge. Okay, na immerhin. Ich dachte, hä? Haben wir die vergessen? Eigentlich nicht. Ich habe doch eigentlich alle Inseln genommen. Dachte ich zumindest. Da müsste mal der Checkpoint. Frage ist nur, wie sind die jetzt hierher gekommen? Haben die sich einfach im Wasser treiben lassen, bis sie eine Insel gefunden haben? Und wo ist das Schiff? Also. Das ist ganz bisschen merkwürdig. Und wo ist meine coole Templerrüstung? Das sind ja hier wieder Zustände. Da lässt man euch einmal aus den Augen. Ach, hier. So, was haben wir jetzt? Die zwei. Gebiet nicht verfügbar. Ja, chill doch mal. Isla Providencia.
Okay, da... Aber wie soll ich denn einen Affen erledigen? Auf der König wohl und den Ewigen. Auf Reichtum und Ruhm auf diesen. Komm, lasst uns trinken. Es ist auch einfach, vielleicht dreht er einfach durch, weil er keinen Alkohol getrunken hat. Und es ist so auf Alkoholentzug. Ah, da kann es sein, dass wir hier die letzte Maya-Stele noch bekommen. Oder im Laufe der ganzen Erinnerungen, weil wir da vielleicht auch noch verinseln. Das klingt aber schön. Haben wir noch kein Tier gefunden. Doch, da, Mausi! Der schwarze Panther. Ich muss da hoch. Question ist, wie komme ich da hoch? Ach hier, okay. Ich hab wieder ganz einfach gemacht. Ah, oh, anstrengend hier. Was haben wir denn hier noch? Oh, eine Maya-Stele. Von hier komme ich ja, glaube ich, ne? Ja. Okay. Oh, deswegen hat auch etwas bei der letzten Maya, die nicht gesagt, ah, jetzt habe ich alle beisammen. Geh und tanz mit den Fischern und ihren Booten, Kenway! Diese Insel gehört mir! Ja, hast du nix. Es war deine verdammte Fantasie, die uns hierher brachte, Kenway! Nee. Wirst du nun mit mir reden, Wein? Oder bist du des Wahnsinns? Doch, Wahnsinns wegen. Ja. Es ist kein Wahnsinn, wenn ein Mann ums Überleben kämpft, oder? Ich will ja nichts tun, du Kasper. Du Kasper. Nun lass uns das klären wie Gentleman. Ja. Ich bekomme Kopfschmerzen von deinem ganzen Geschwafel. Ja, frag mich mal. Gerne, wenn du aufhörst, mein Essen zu stehlen und das Wasser, das ich fände. Ich höre nicht auf, bis du deine Schuld mit Blut begleichst. Wegen dir haben wir nach Sklavenschiffen gesucht. Und wegen dir hat mir Jack Rackham meine Crew gestohlen. Ja, die kriegen wir schon wieder. Sei mal nicht so. Nur positiv denken. Und der Nacht. Alles halb so schlimm. Wir könnten tot sein. Wir könnten wieder Arbeit machen, obwohl ich glaube, da sind wir lieber tot. Ich hoffe nur, ich krieg meine Pistolenschwerter wieder. Ich finde hier keine Tiere, außer halt den einen Jaguar. Macht mir schon ein kleines bisschen fuchsig. So, hier haben wir noch hier oben wahrscheinlich eine Truhe, oder? Ja. Wie kommen denn die Drohnen hier immer hin? Und ich glaube, wir müssen dann auch nochmal zu irgendeiner anderen Insel, weil sonst hätten wir ja gesagt, ah, ihr habt alle Maya-Seelen. Herzlichen Glückwunsch, ihr könnt euch jetzt die Maya-Rüstung holen. Muss ich jetzt hier hoch? Oh Gott, die Tauben. Oh Gott, ey. Wein! Ist er jetzt ins Wasser gesprungen? Stell dich, Mann! Hey, wie der rennt, ist das lustig. Ist das eigentlich Vogelschiss?
haben wir noch Krokodile. Okay. Ich finde mir hier noch einen kleinen süßen Jaguar. Einen Jaguar. Oder halt ein Krokodil. Hallo. F. Nee, ich will das häuten. Kommst du her? Ich will meine optionalen Missionsziele haben, Bruder. Ach Mann. Hallo. Du Eumel. Das ist ja doof. Ich sagte, komm mir nicht nach. Gott, du hast den Verstand verloren. Ist ein fairer Tausch, dafür habe ich diese Flinten und Granaten. Hör zu, Wayne. Damit könnten wir jagen gehen. Haha, das werde ich auch. Alter. Töten. Jetzt müssen wir den töten. Noch nicht tot? Hier. Oh. Fetzen sind alles, was von dir bleiben wird, Conway. Keinen kommen vor mir. Fuck. Ja, ich hab's selbst gen. Ich wenigstens ein bisschen Leben wieder. Ja, ein bisschen. Man, ich muss mal kurz warten. Sonst sterbe ich hier noch. Boah. Alter Falter. Wen fangen? Was ist denn der? Ach, der hat das in die Luft gejagt. Was ist das denn für einer? Du und deine Ammenmärchen haben uns das eingebrockt, Kenway. Verdammt soll ich sein, falls ich jemals wieder auf dich reinfalle. Mach weiter so und ich muss dich töten, Wayne. Versuch's nur. Sei mein Gast. Oh Gott. Ich bin schon voll erschrocken, ey. Kam ja aus dem Nichts. Boah. Das war unten. Rum, Erwald. 525, okay. Warte mal, ich habe doch hier eine Mietekatze gesehen. Da. Hallo. Mausi. Guck mal. Kuckuck. Entschuldigung. Das ist da oben wieder. Nur einer von uns zwei wird die Insel lebend verlassen, Waliser. Denn ich segle nicht in einer Welt, die mit deiner Visage. Warum ist denn der jetzt so durchgedreht? Einfach wegen der. Ich glaube, es ist wirklich der Alkoholentzug, so wie die immer gebechert haben. In die Hölle! Die Frage, wo kommt.
Oh. Ja. Die letzten zwei Truhen. Der Erde jetzt die hier reingeschmissen? Nee. Ich kann gerade sagen. Muss ich mal mit dem mal kurz. Na! Ich hab den gar nicht gesehen. Oh verdammt. Okay, jetzt müssen wir uns mal hier ein bisschen wiederholen. Den hab ich ja gar nicht gesehen, dass er dort ist. Keinen kommt vor mir! Och, Wayne. Warum tust du uns das beiden an? Fetzen sind alles, was von dir bleiben wird, Kenway! Was, Fetzen? Och, mein Gott. Ich will doch einfach nur... Och, Junge. Keinen kommt vor mir! Warte mal, guck mal. Komm ich hier hoch? Nein. Ich will einen Luft ab. Ich kann ja keinen Luftattentat auf ihn ausüben. Ich treib dich raus! Im Ernst? Verdammter, dreckiger Hund, Wayne! Ja, du Waschlappen! Du hast es nicht mal zu Ende gebracht! Verflucht noch eins! Ist das mein Lohn dafür, dass ich an die Menschen glaube? Dass ich selbst einer dreckigen Ratte wie dir ein Mindestmaß an Verstand zutraue ab und zu? Vielleicht hatte Hornigold recht. Vielleicht braucht die Welt wirklich Männer mit Ehrgeiz. Damit Kerle wie du nicht immer alles vermasseln. Oder vielleicht... Vielleicht hast du nicht die Eier, ohne Reue zu leben. Halt mir keinen Platz in der Hölle frei, Scheißkerl. Ich komme nicht so bald. Und er kommt jetzt hier. Aber ich muss noch mal kurz zurück, um den letzten Synchronisationspunkt zu bekommen. Great Inagua, Mai 1719. Ganz allein einen Fischkutter gestohlen. Bemerkenswert, Captain. Dem Schwachkopf meine Brick wieder abzunehmen auch. Wieder einmal danke ich euch. Der Blindgänger hat nicht mal zwei Monate gebraucht, bis er zurückgekrochen kam nach Nassau. Hat gleich das Pardon angenommen. Ich musste, Leute. Dieser Rogers hat es auf mich abgesehen. Halt dein Maul, Rackham. Also, was nun? Jagst du noch deinen flüchtigen Reichtum? Ei, bald hab ich ihn. Der Heimathafen des Weisen ist Kingston und sein Schiff ist die Princess. Du musst deinen Ehrgeiz besser nutzen, Kenway. Such den Weisen mit uns. Ich ertrage dich und deine Mystiker nicht, Mary. Ich will das schöne Leben kosten. Das leichte Leben. Ein ehrlicher Mann hat kein leichtes Leben, Edward. Und sich danach zu sehnen, das schmerzt am allermeisten. Also gut, Rackham. Zurück aufs Altenteil. So, aber ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge nochmal zu dieser Insel Providencia fahren werden, um halt wirklich die
Beziehungsweise kann ich mich nicht nur mal hier. IP. Ja, bestätigen. Dass wir dort nochmal die Sachen mitnehmen. Ich glaube, wir haben noch einen Synchronisationspunkt. Und ein Animus-Datenfragment. Genau. Okay, dann werde ich das erstmal schon mal markieren, mich dorthin begeben zu unserem zweiten Synchronisationspunkt und dann werden wir in der nächsten Folge noch das in Angriff nehmen und wir haben noch eine Maya-Seele. Vielleicht haben wir dann alle Maya-Seelen beisammen und können uns die Maya-Rüstung dadurch besorgen. Aber das werden wir alles in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, dass ihr mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.